Herzlich willkommen zu den Centix Einblicken, unserem wöchentlichen Format, mit dem wir Sie über die neuesten Erkenntnisse aus dem Centix Research und wie wir die in unseren Investmentfonds umsetzen, informieren. Deutschland hat gewählt und während wir noch darauf warten, welche Regierungskonstellation am Ende zusammenfinden wird, möchten wir einen Blick werfen auf das durchschnittliche Profil, was typischerweise an den Märkten nach Bundestagswahlen zu erwarten ist. Ich blende Ihnen hierzu einen Chart ein. Sie sehen hier den durchschnittlichen Verlauf in Orange des deutschen Aktienindex vor und nach Bundestagswahlen. Die rote Senkrechte markiert entsprechend jeweils das Datum der Bundestagswahl. Und was man sieht, ist, dass meistens nach einer Wahl die Märkte etwas verschnupft reagieren. Entweder weil man den falschen Ausgang hat, weil man den richtigen Ausgang hat und Gewinne mitnimmt. Oder wie auch jetzt im aktuellen Fall, dass man noch nicht so genau weiß, wohin wir die Reise gehen. Insofern ist die Nachwahlwoche oft eine, die unter dem Zeichen von ja, Gewinnmitnahmen oder Verkäufen steht. Man sieht aber auch, dass im weiteren Verlauf die Entwicklung für den deutschen Aktienindex positiv ist. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass ja, nichts nachher so heiß gegessen wird, wie es vielleicht vorher gekocht wird. Aber ganz wesentlich hängt es natürlich damit zusammen, dass Bundestagswahlen in der überwiegenden Zahl der Fälle im Herbst stattfinden, September, Oktober, und das nachfolgende vierte Quartal saisonal für die Märkte äußerst positiv ist. Insofern überrascht es nicht ganz, dass, wenn Sie sich die orangefarbene Verlaufskurve anschauen, dass die nach oben weist. Allerdings, wenn wir das mal mit dem durchschnittlichen Profil vergleichen, was üblicherweise vorhanden ist, dann sieht man, dass in Wahljahren das vierte Quartal ein bisschen gebremster abläuft als in normalen Jahren. Das heißt, wir haben schon einen gewissen, ja, Einfluss, auch dämpfenden Einfluss aus dem Prozess der Regierungsbildung auf die Märkte, der nicht, wie gesagt, nicht überraschend wäre, wenn er denn so kommt. Wir haben auch, wenn wir uns einen weiteren Chart anschauen, aktuell durchaus einen gewissen Risikofaktor im Markt, der schon längere Zeit besteht, der sehr atypisch ist und den wir aber dennoch nicht vernachlässigen dürfen. Und zwar sehen Sie hier im Chart in den roten Balken die Positionierung der Privatanleger. Und die ist seit ja, rund einem Jahr, etwas über einem Jahr, außergewöhnlich hoch. Privatanleger sind klar offensiv positioniert und sie lassen sich auch durch keinerlei Nachrichten oder auch Kurs Entwicklung irritieren. Das ist wie gesagt sehr atypisch, denn normalerweise reagieren Privatanleger sehr prozyklisch in ihrem Anlageverhalten. Und ja, eine so hohe Überinvestierung ist mit Blick auf die Historie, die wir seit 2001 haben, ein Risikofaktor. Ja, bislang hat sich dieser Risikofaktor noch nicht negativ an den Märkten bemerkbar gemacht. Wir sollten ihn nicht gänzlich vernachlässigen. Es ist zumindest ein plausibler Grund, warum eben das vierte Quartal auch aus diesem Grund, weil eben schon so viele Privatanleger relativ hoch am Aktienmarkt investiert sind, warum sich der Markt nach oben in der Ausbildung einer Dynamik etwas schwer tun würde. Vergleichen wir das Ganze mit den institutionellen Anlegern, dann sehen wir, dass die institutionellen Anleger neutral positioniert sind. Hier besteht also Raum für Käufe, sodass man unterm Strich sagen kann, das, was wir eben auch schon im saisonalen Profil gesehen haben, dass das vierte Quartal positiv verlaufen kann, ist gegeben, aber es wird wahrscheinlich kein überragend positives viertes Quartal werden. Obwohl wir aktuell eine ganz interessante Sentimentkonstellation sehen, auch das möchte ich Ihnen im Chart kurz zeigen. Sie sehen hier im Chart den Anteil der Bullen an der amerikanischen Börse. Also wir haben jetzt hier in dem Fall mal das Sentiment für die US-Aktien ermittelt und man sieht, wir haben in der Vorwoche ein sehr niedriges Sentiment gehabt, jetzt einen gewissen Sentimentanstieg gehabt. Das heißt, wir kommen aus einer Phase, wo die Anleger skeptisch sind. Und auch hier in einer zweiten Grafik, die ich Ihnen jetzt einblende, möchte ich Ihnen zeigen, was das für die Kursentwicklung bedeutet. Denn auch hier sehen Sie wieder in Orange das durchschnittliche Profil vor und nach einem Sentimentpunkt in Rot markiert, wie wir es momentan an den amerikanischen Aktienmärkten zu verzeichnen haben. Blau zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung. Und da sieht man eben, dass ein so negatives Sentiment für die amerikanischen Märkte und nicht nur für die amerikanischen, in Deutschland, in Europa gilt das gleichermaßen, ein positiver Faktor ist, der auch wieder mit Blick in die nächsten Wochen hinein Kurssteigerungen
erwarten lässt. Ja, und wenn wir uns mal einen ganz anderen Markt anschauen, den wir hier nicht allzu häufig betrachten, nämlich den Rentenmarkt, dann sieht man natürlich an den Kursverlusten, die Renten in den letzten Wochen durchlaufen haben, dass Anleger sich auf der einen Seite große Sorgen machen, dass die Inflationsraten hoch bleiben, sich möglicherweise verstetigen. Und natürlich muss man an der Stelle sagen, ist der Wahlausgang sowohl die gewissen Befürchtungen, dass eine ja eher linksgerichtete Regierung in Deutschland an die Macht kommt, schon etwas gewesen, was die Anleger mit Blick auf ja, Ausgabenprogramme und damit eben auch auf weitere Inflationsgefahren, Zinssteigerungstendenzen gegeben sind, haben wir ja hier eine gewisse Schwäche im Rentenmarkt in den letzten Wochen gesehen. Das hat dazu geführt, auch hier wieder der aktuelle Chart, dass sich das Sentiment speziell bei den professionellen Anlegern deutlich eingetrübt hat. Wir haben ein Sentimentniveau erreicht, was wir relativ selten erreicht haben. Und wenn wir auch hier wieder auf eine zweite Grafik gehen, die zeigt, was folgt daraus an Kurspotenzial für den Rentenmarkt, dann sieht man auch hier wieder in der Grafik in Orange das durchschnittliche Profil vor und nach durch die rote Senkrechte markiert, eben einem Sentiment in Renten, wie wir es momentan haben. Und dann sieht man eben sehr deutlich, dass das für die Kursaussichten am Rentenmarkt etwas ist, was positiv ist. Hier haben wir also durchaus eine Gelegenheit, die wir natürlich auch in unseren Fonds nutzen möchten. Das heißt, wir haben begonnen, in unserem Risk-Return-M-Fonds, in unserem gemischten Fonds, die Duration etwas zu erhöhen und wir möchten auch im Wochenverlauf in die aktuelle Schwäche hinein diese Duration weiter erhöhen, also sprich auf steigende Rentenkurse, sinkende Zinsen setzen, was sich eben aus dem entsprechend negativen Sentiment für die Bonds ergibt. Ja, in dem Sinne, ganz kurz zusammengefasst, die Aussichten für ein positives viertes Quartal am Aktienmarkt bleiben bestehen. Wir haben jetzt die typische Nachwahlwoche, die wir durchstehen müssen. Und am Bondmarkt haben wir eine interessante Sentimentkonstellation, relativ viel Pessimismus, die für uns aus konträrer Sicht eine Chance darstellt zum Einstieg. Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne eine erfolgreiche Handelswoche und freuen uns darauf, Sie nächste Woche hier an gleicher Stelle wiederzusehen. Auf Wiedersehen.